Hallo, ich bin der Felix. Heute zeige ich euch, wie kann man den Rennlenker so einstellen, dass man bequem und sicher rumfährt. Jetzt habt ihr euch ein Rennrad zugelegt, gekauft. Freude ist sehr groß, aber irgendwas mit dem Lenker stimmt nicht. Also müssen wir das einstellen. Also zuerst die Schrauben locker machen. Jetzt haben wir den Lenker locker gemacht. Jetzt müssen wir das irgendwie hinkriegen, dass es so ist, wie wir das brauchen und für uns ist es bequem und sicher. Jetzt haben wir hier solche Zeichen, hier eine Skala und das kann man jetzt drehen nach unten, nach oben. Wir müssen das so einstellen, dass wir Handgelenk gerade haben. Es sollte nicht so sein oder so. Das Handgelenk muss gerade sein. Und hier muss der Lenker in der Mitte sein. Und Skala haben wir auch. Also ist alles jetzt korrekt eingestellt. Jetzt fixieren wir die Schrauben über Kreuz. Also hier. Die zwei anderen auch über Kreuz. Jetzt drehen wir noch die Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel. Auf jedem Vorbau gibt es Vorgabe, wie stark muss man die anziehen. Hier steht 6 Newtonmeter. Der Schlüssel ist auf 5. Wir müssen ein bisschen stärker aufstellen. Jetzt haben wir 6. Und das gleiche hier Kreuz. Erstmal 2, 3 Umdrehung. Ist schon der Punkt erreicht. Jetzt haben wir alles angezogen. Jetzt können wir bremsen, lenken. Aber es gibt nichts Schlimmeres als lockeres Lenker. Hier die Schrauben, wenn die nicht angezogen ist. Denn beim Bremsen gehen wir mit ganzer Kraft nach vorne und der Lenker dreht sich und fallen wir übers Lenker nach vorne runter. Das ist sehr unangenehm bei großer Geschwindigkeit runter, wenn das sowas passiert. Deswegen muss man das korrekt anziehen und dann ist man sicher, dass sowas nicht passiert. Ich hoffe, dass ich heute mit diesem Video euch geholfen habe. Weitere Videos gibt es hier und abonnieren hier. Das war's für heute. Bis nächstes Mal. Tschüss.